So Leute, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Portal 2 Singleplayer. Wundert euch nicht, wenn... Was hatten wir schon mal? Ja, ich habe jetzt einfach mal das Spiel neu geladen, also einfach nur vom Spiel fortsetzen gegangen und ich weiß jetzt gar nicht... Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Okay, ich weiß nicht, war wir ja das letzte Mal mit der Kamera schon durch oder so? Hey, hey, hier oben! Hey! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel! Ach ja. Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Okay, ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Na, wie nett. Okay, okay, dann machen wir mal weiter. Übrigens, ich habe ja mal gesagt, so ja, es kommen 10 Minuten Parts. Das war gelogen. Nein. Es ist so, dass Camtasia nicht mitspielen will. Und ja, das ist das ganze Problem. Deswegen werde ich jetzt mal 15 Minuten Parts ausprobieren. Da ich ja keinen Bock habe, irgendwie irgendwelche dummen. Okay. Ups, das wäre daneben gegangen. Da ich jetzt keine Lust habe, jedes Mal wieder die Parts zu splitten so, weil dann ist es einfacher. Es wäre einfacher für mich, wenn ich es einfach so ganz normal. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. So, kurze Unterbrechung. GLaDOS hat mich auch unterbrochen, nämlich... ja, ich probiere es jetzt mal mit 15 Minuten Parts. 10 Minuten ist mir zu kurz. 15 Minuten kann Camtasia normalerweise rendern. Nur mit 20 Minuten Parts kommt Camtasia irgendwie neuerdings nicht klar. Warum auch immer. So, das war jetzt alles, was ich sagen wollte. Wir spielen jetzt weiter Portal 2. Ich muss es echt mal machen, wenn ich irgendwas zu sagen habe in einem Part, dann mache ich das am Anfang. Und nicht irgendwann zwischendurch, während ich was anderes mache. Und der Test übrigens war auch gerade blind, ne? Also, ist nur Koop mit Mechase. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Ich habe jetzt nicht ganz mitbekommen, was GLaDOS gesagt hat. Egal, irgendwas wegen Torrents, die man hier überall schon sehen kann. Freut mich, ich mag Torrents. Und ja, der Test vorhin war blind, auch wenn man es nicht gesehen hat, aber der Koop mit Melkhase, der hat mich um einiges bei Portal gestärkt. Es gibt Torrents. Yay! Vielleicht haben sie ja neue Sprüche. Oder dieselben. Falsch. Das war jetzt irgendwie einfach. Ups. Warte, das machen wir da hin. Nein, da oben. Hä? Ach ja, ich mag die kleinen Dinger. Okay, ist echt viel kaputt. Ah, Cube. Kamera.
Tarrant. Noch ein Tarrant? Ah. Ah. Einfach. Sehr einfach. Die Musik ist komisch. Fällt mir gerade auf. Hört man die? Ich bin mir nicht sicher. Stirb! Das sind ein paar. So. Na. Passt das denn ungefähr? Fuck. Ups. Hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Naja. Man kann ja auch mal sterben, ne? Okay, das passt. Warte, nein. Das passt. So macht man das heutzutage. Okay. Du hast mich nicht. Sehr schön. Pff. Soll ich nach unten? Da ist zu. Also kommen wir ja nur hier lang. Wheatley, bist du da? Hm. Jetzt kommt ein Ladescreen. Yay, ich wusste es. Ich hab's gewusst. Übrigens, ich habe jetzt sehr viel zu rendern. Und ich will einfach weiter Portal aufnehmen. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Nein, mein Geburtstag! Dafür musst du büßen. What? Oh. Ah. Das wäre im Korb viel leichter. Obwohl, nein, das geht auch. Weil die sind ja in einer Reihe. Fast. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Hm, eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Mhm. Freut mich jetzt irgendwie nicht, das zu hören. Egal, wir machen einfach mal stumpf in dem Testen weiter. Darauf, und hoffen darauf, dass Whitley irgendwie eine... Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Ist mir egal, was andere Leute über mich denken. Aktiviert. Nicht gut. Ah. Okay, sowas ist das. La 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 la. Jump. What the fuck?
Was hat mir dieser tolle Jump jetzt gebracht? Ich muss anscheinend irgendwie da oben hin, oder? Ah. So macht man das. Ach ja, das macht Spaß. Nein, 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 nein. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Du bist fies, Gladys. Dafür werde ich dich noch mehr umbringen. Ja. Nein, erstmal fliehen, dann umbringen. Und dann die ganzen Katzencubes kriegen. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Falsch rum. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Wow. Gib der um. Zwei Menschen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Erstmal aufräumen, ne? Ah, geil. Wir müssen die... Was macht der Knopf? Aha. Ich brauche... Das Ding macht einen Laser. Nee, ich brauche aber diesen... Da, den brauche ich. Kann ich den Laser nicht... Ich bin so schlau. Brenne. 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 Den Cube auch mal mit, weil dann kann ich den hier draufstellen und dann hüpfe ich hier drüber und sage hasta la vista, Tarrant. Okay, das ist he's a good fellow, he's a good fellow. Ich kenne den Text auch nicht, aber sie hat es gesummt. Also ein Geburtstagslied. Ich dachte am Ende, dass das am Ende dieser Strecke sehe ich zwei Menschen, die mir nicht lange nicht gesehen. Der Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. GLaDOS. Fies. Mit diesen kaputten Dinger, das ist voll cool. Also, cool gemacht. Da muss der Laser rein. Glaubt's nicht so. Okay. Ups, runtergefallen. Bin gerade am Überlegen. Ah!
So. Dann gehe ich hier drauf und nimm das Orangene weg. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Natürlich. Und wir hören hiermit auf, denn wir haben schon 15 Minuten erreicht, und zwar längst. Also, tschüss!